Hallo, ich bin VR-Dings von den We Are Nerds. Ich habe gestern eine kleine Demo entdeckt und zwar nennt die sich Deeper. Ja, klingt erstmal total einfach, aber das Spiel ist wirklich genial. Ich habe sowas für die Oculus Rift noch nicht gesehen. Es hat mich komplett überzeugt und ich weiß gar nicht, was ich vor lauter Euphorie alles erzählen soll. Ich hoffe, ich kann euch auch von dem Spiel überzeugen. Das könnte aber schwierig werden, weil das Spiel lebt von dieser dreidimensionalen Darstellung in der Oculus Rift. Das heißt, dass Dinge ganz nah vor euren Augen sind und andere weiter weg sind. Und das könnt ihr natürlich jetzt so nicht erleben. Ich hoffe aber, ihr habt die Vorstellungskraft zu verstehen, warum das so geil ist. Und wenn ihr die nicht habt, vielleicht habt ihr ein Google Cardboard oder so und könnt das Video einfach dadurch dann schauen. Dann habt ihr zumindest das Gefühl von dem 3D-Effekt, zumindest ein wenig. YouTube macht die Qualität natürlich auch ein bisschen schlecht. Ja, wir wollen einfach mal reinschauen. Das Spiel hat leider noch keinen Sound. Und trotzdem haut es mich um. Schauen wir mal, warum. Ich lege jetzt einfach mal ein Beat von mir drunter, damit es nicht ganz so ja, still wird. Und los geht's. Dann drücke ich mal eine Taste. So, und jetzt sehen wir hier die Steuerung. Auf jeden Fall schauen wir doch erstmal das Spielfeld an. Ich mache mal die Steuerung weg. Ihr seht jetzt hier, das ist so vor mir aufgebaut und es ist ja, als ob ich auf ein kleines Feld gucke. Hier ist meine kleine Figur, die ich mit meinem Gamepad steuern kann. Die kann jetzt Sachen machen, hier so eine Rolle oder kann treten, wenn Gegner kommen und kann so zielen. Das Zielen ist ganz besonders, weil man auf das Feld guckt, quasi um den Punkt zu bestimmen, wo er hinschießt. Ich drehe nicht direkt durch meinen Kopf, das sieht zwar jetzt so aus, aber genau so ist es nicht unbedingt, sondern ich ziele, indem ich auf einen bestimmten Punkt schaue. So, dann kann ich da schießen. Das sind auch schon die wichtigsten Sachen. So kann ich das Feld immer wieder zurücksetzen. So müsste das stimmen. Und das hier ist einfach wirklich geil. Also das sieht so schön aus und diese Partikel, die hier rumfliegen und der Baum, wie der mir entgegenkommt und wie das hier alles vorne steht und das andere hinten. Es ist wahnsinnig gut. Sieht extrem schön aus. Echt, ich bin total begeistert. Jetzt können wir hier hingehen, können uns hier noch einen kleinen Trank mitnehmen. Und ja, ich kann einfach nur sagen, das müsst ihr ausprobieren, weil das ist wirklich, allein das hier so zu sehen, dafür lohnt es sich schon, dieses Spiel runterzuladen, weil das ist einfach extrem cool gemacht. Und ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch Spiele, kommen, die in einen ähnlichen Stil gehalten sind. Weil das ist der Wahnsinn. Klingt vielleicht jetzt total blöd, wenn ihr das in 2D auf eurem Monitor oder Fernseher seht, aber ich kann es nicht anders sagen. Ihr müsst das ausprobieren. Da komme ich jetzt runter. Und dann kommt die erste Stage. Ihr seht, die sind jetzt hier so aufgebaut, die verschiedenen Level. Und jetzt das Tor hier vorne. Ups, aber ich muss mich aufs Spiel konzentrieren. Oh, da bin ich schon angegriffen. Also ihr seht das, diese kleinen Monster und diese Küchenrolle will mich jetzt angreifen. Bam, bam, bam. Da schieße ich da mal ganz schnell rein. Aber trotzdem muss ich da weg. Sonst greifen die mich, machen die mich tot. Ich weiß nicht, das mich jetzt schon tot macht. Ne, das kommt noch nicht bis zu mir. Okay, laufen wir jetzt schnell durch. Wow. Da sehe ich nichts. Aber ich kann hier so drumherum gucken. Ach, das ist doch so schön. Wow. Oh nein! Nein, das ist hier Ruhe. Habt ihr gesehen, den kann ich wegtreten. Bam! So, jetzt laufen wir aber schnell weg und jetzt drehen wir uns um und schießen. Es ist gar nicht so einfach, das Spiel. Das muss ich schon mal sagen. Zumindest bin ich nicht besonders gut, aber das sage ich euch ja jedes Mal. Wow. Jetzt seht ihr das, dass ich mich nicht unbedingt so drehe, wie ich gucke, sondern hier ist so ein weißer Punkt auf dem Boden. Seht ihr den? Na, vielleicht seht ihr den gerade nicht. Da jetzt. Na, ich zeige ihn euch mal, wenn hier nicht so viel Action ist. Das ist mir hier gerade. Bam, man wird das gesehen. Bam. Oh, fuck you. Oh, jetzt bin ich schon tot. Jetzt bin ich schon gestorben. Na, das lohnt sich ja gar nicht mehr mit der Energie. Na, dann, machen wir mal Reset. Wo gibt es ein Reset? Ja, kein Kamera. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich meine Energie nochmal voll auflade. Was natürlich jetzt voll doof ist, mit so wenig Energie da runter zu starten. Wo sehe ich denn eigentlich meine Energie? Hier sehe ich so ein bisschen, ups, was ich so bei mir habe. Kann ich das nehmen? Ist das was? 0 von 3. Ne, das ist nix. Und ich habe bestimmt noch nicht genug Geld für einen neuen. Probieren wir mal aus. Hier hin. Ups. 25 Gold kostet der. Sehe ich irgendwo meine Goldanzeige? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Ob ich irgendwo sehe, wie viel Gold ich habe.
Aber wahrscheinlich habe ich es nicht. Dann gehen wir halt wieder runter. Uah, und probieren das nochmal. Aber ich glaube, ich muss meine Energie schon aufladen, damit das... also ich habe jetzt nicht automatisch wieder volle Energie. Zumindest war das vorhin immer so. Natürlich dann recht schwierig. Bam, bam, bam. Ich mache einfach mal bam, bam, bam Geräusche. Dann wisst ihr, dass ich schieße. Und da verliert er auch Münzen. Das Zielen ist echt, da muss man sich dran gewöhnen. Das ist gar nicht so einfach. Aber seht ihr, wie geil das gemacht ist, das Spiel. Wie cool diese kleinen Viecher hier animiert sind. Und wie cool die einfach aussehen. Auch selbst diese kleinen grünen Blöcke. Das sind einfach nur kleine grüne Blöcke. Aber das kommt hier in dieser Umgebung, in dieser 3D-Spielbrett-Welt extrem genial rüber. Das ist absolut top. Ich weiß auch gar nicht, was man hier besser machen könnte, außer dass man hier noch Sound gerne hinzufügen könnte, damit das nicht ganz so still ist hier. Aber gut, das ist natürlich auch geplant, das ist einfach jetzt noch nicht gemacht. Und hier ist einfach hier, das ist so geil. Ich habe hier diese Treppe direkt vor mir, das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn jetzt hier so durchs Tor geht, ist es wirklich, wirklich extrem geil. Ich habe sowas noch nicht erlebt, ich habe da wirklich ein wahnsinnig gutes Gefühl, wenn ich dieses Spiel spiele. Also es macht, erstens gibt es keine Motion Sickness oder ähnliches und zweitens ist das alles so krass 3D-mäßig und ihr kennt das ja vom Kino, man mag Sachen, die einem wirklich so ein bisschen entgegenkommen und das kommt einem irgendwie etwas entgegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Ihr müsst das unbedingt einfach ausprobieren. Vielleicht könnt ihr euch das Ganze auch vorstellen, aber ich glaube nicht, dass ihr euch das vorstellen könnt. Wow. So, jetzt fährt die erste Stage. Oh, da werde ich schon angegriffen. Bam, wegtreten. Nein. Ihr seht, wenn ich jetzt nur so wenig Energie habe, sterbe ich natürlich schon beim ersten, der mich irgendwie ankauen will. Jetzt hoffen wir mal, dass wir genug Geld haben für hier neue Heilmittel. Ah. Anscheinend nicht. Naja, dann gehen wir wieder runter. Probieren wir es einfach weiter. Irgendwie wird das ja zu schaffen werden. Jetzt seht ihr da hinten. Das sind so kleine, dicke Fliegemonster. Die können auf jeden Fall auch schießen. Das ist auch ganz gemein. Wow, und diese kleinen Nerven aber auch. Bam, bam, bam. Vielleicht soll die einfach mehr schießen. Vielleicht ist das der Trick. Vielleicht schieße ich zu wenig. Jo, komm, komm, komm. Wow. Einfach mal reinfeuern. Oh, 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 oh. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Ah, diese Viecher sind aber auch anhänglich. Scheiße. Und die nerven mich auch. Oh, ich habe keine Munition mehr oder was? Jetzt kämpfe ich ohne Munition und ohne alles. Oh, das ist ja blöd. Kann ich mir die jetzt zumindest neu kaufen? Hätte ich doch nicht so viel schießen sollen. Ich wusste nicht, dass das Spiel auch so taktisch ist. Das habe ich nicht geahnt. Was können wir da? Reset Floors kostet 25 Gold. Das kostet auch 25 Gold. Aber anscheinend habe ich keine 25 Gold. Was mache ich denn ohne Munition und ohne Gold? Das ist natürlich jetzt schwierig, obwohl hier steht, hier hätte ich noch Munition. Ah, die kann ich mir kaufen. Okay, jetzt habe ich mein Geld auf jeden Fall ausgegeben. Dann wollen wir mal wieder runtergehen und mal gucken, dass wir die Stage noch irgendwie schaffen. Wenn nicht, trete ich sie einfach alle weg. Das dauert zwar eine Weile, aber das muss jetzt mal sein. Denn wir wollen ja auch noch die dritte uns mal anschauen, zumindest. Oh, bam, ich kick euch weg, ihr Wichsers. Bam. Oh nein, da bin ich schon wieder tot. Blöd. Komm runter. Aber jetzt, es sind ja jetzt noch immer noch, also mittlerweile sind es ja nur noch wenige Gegner. Das sollte ja jetzt mal langsam zu schaffen sein. Ich hoffe es zumindest. Nur, das ist natürlich blöd, dass man hier jetzt immer nach dem ersten Schuss schon wieder tot ist, aber es ist halt auch nur eine Demo. Es ist jetzt noch kein annähernd ausgereiftes Spiel, aber es sieht einfach so genial aus. Gerade ist mit dieser grüne Ball, also dieses grüne Ball ist falsch, dieses grüne Kästchen direkt ins Gesicht gesprungen. Das ist unglaublich. Sterben die eigentlich, wenn ich sie trete? Die fliegen nur weg. Und was mache ich dann, wenn ich irgendwann keine Munition mehr habe? Ah, nein, aber ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getötet, aber er hat mich auch getötet. Aber jetzt schaffe ich das. Jetzt ist es nicht mehr ganz so hart. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Munition dazu holen müssen. Gut, dann schaffen wir jetzt aber die Stage.
Und dann ist auch gut mit diesem kleinen angespielt Video. Ich glaube, ihr habt begriffen, um was es mir geht. Einfach echt tolles Spiel. Oh. Ach, komm schon. Sterb. Oh nein. Der hat einen Kopfball gemacht und hat das Ding einfach weggekickt damit. Jetzt aber los. Juhu. Jetzt gibt es auch wieder ein paar Münzen für mich. Die hole ich mir doch glatt. Und immer aufpassen, nicht in die Lava fallen. Ja, vielleicht sollte ich auch nicht jeden einzelnen umbringen. Das ist natürlich auch ein bisschen dumm von mir. Man sollte vielleicht warten, bis man die ein bisschen zusammengetrommelt hat. Boom. Den trete ich einfach mal weg. Na, stirbt er jetzt doch? Ich glaube, der ist jetzt doch gestorben. Dann könnte ich doch noch ein paar mehr treten. Bam, es macht eh ganz schön viel Spaß, die Viecher durch den Raum zu treten. Aber den schieße ich jetzt mal ab, der hat noch zu viel Energie. So, dann leben nur noch zwei. Die schaffen wir doch auch noch. So. Oh, na komm, treten wir mal davor. Nein. Oh. Ja, ich schaff's nochmal gegen zwei solche Viecherchen zu sterben. Ha, irgendwo gibt's bestimmt hier oben auch kostenlose neue Energie. Es kann auch gar nicht sein, dass ich mir die immer kaufen muss. Weiß ich aber jetzt auch nicht. Naja, ich komme wieder von oben angeflogen. Und da bin ich. So, und jetzt schießen wir die einfach ab hier. Bam. Stirb. Ah. So, einer lebt noch, vor dem habe ich aber Respekt, weil der hat mich eben umgebracht. Nein. Och. So, jetzt aber. Nein, komm, ich dreh dich weg. Komm, ich hole nochmal das grüne Kästchen. Och. Ich glaube, das ist gerade vor mir verschwunden. Das habe ich nicht bekommen. Ah, ist das Energie? Das ist doch Energie, oder? Den treten wir weg und tun uns dieses Energiefläschchen. Ich glaube, jetzt habe ich jetzt wieder Energie? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Aber jetzt können wir runter zur nächsten Stage. Wow. Och, ist das schön. Der hier so vorne steht. Hier ist auch geil, ne? Kann man hier so rumgucken. Findet ihr das auch so schön wie ich? Vielleicht nicht. Aber ich finde das sau schön. Das ist echt cool. So, dann gehen wir mal hier runter. Mal gucken, was jetzt hier Schlimmes kommt. Oh, sind das viele. Ach du Scheiße. Bam, ich dreh dich weg. Opfer. So. Am besten. Nein, boah, die schießen ja aber hier aus allen Rohren her. Boah. Komm, da gehen wir noch einmal runter. Und feuern da einfach mal ganz, ganz, ganz viel rein. Vielleicht hilft das ja. Und wenn das doch nicht hilft, dann mache ich hier einfach Schluss. Ihr habt das ja jetzt verstanden. Ich denke mal, die nächsten Level werden ähnlich jetzt sein wie das. Ja, okay. Ich bin einfach schon so tot, dass es einfach nur noch ein Runterfahren ist und sofort sterben, weil einfach meine Energie nicht mehr ausreicht, um nur einen Angriff zu überleben. Und dazu ist es natürlich auch nicht unbedingt einfach, das Spiel. Jetzt habe ich, glaube ich, Energie eingesammelt. Und dann schießen wir hier mal in die Menge. Manchmal läuft's. Ach! Oh, hier liegen so viele Münzen, die muss ich doch einsammeln. Lasst mich durch. Oh. Geht weg. Oh, die hier so rumschießen, die nerven aber auch total. Gut, jetzt habe ich natürlich viele Münzen hier liegen lassen. Was ist eigentlich mit der Energie, die ich jetzt hier so einsammle? Kann ich die, muss ich die nochmal extra nehmen oder was? 0 von 3. Ah, vielleicht ist es auch gar keine Energie, die ich einsammle. Ich weiß ja gar nicht, was ich da einsammle. Gucken, ob der Typ mir jetzt was verkauft. Nee, macht er nicht. Ja, keine Ahnung warum, vielleicht verstehe ich das auch einfach noch nicht. Aber ich hoffe, ihr habt gesehen, wie schön dieses Spiel aussieht. Ach, ich kann mich daran gar nicht satt sehen. Egal. Ich bin VR-Dings von den We Are Nerds. Bis bald.